Wunderschönen. Ich bin's wieder, euer Bobo und aus Pixel. Yay! Mit Flamingo um den Hüften und den Rucksack in der Tasche. Hey, da ist Übersetzungsprogramm. Okay. Ja, wir haben ja beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnert, das ganze Zeug hier rüber geholt und ich war ja dabei, dass wir mal. Und ja. Wir müssen mal gucken. Das. Wenn ich mich nicht selber hören kann, ist. Okay. Dann höre ich nämlich auch die Creeper nicht. Okay, also, wir haben noch ziemlich viel von dem ganzen Inventar. Und ich glaube, den hatten wir schon leer. Zaubergut. Hatten wir das. Was ist das überhaupt? Arcanis. Okay, dann machen wir das Zauberzeug. Oh, das, was ich letztens übrigens vergessen habe, ist. Ich habe letztens Tatsache vergessen, meine Zauberwerke. Hier sind die Samen drin. So ein komisches Ding. Trinkflaschen, die. Eine wunderschöne guten Abend, lieber Gucci. Na, alles gut bei dir. Ich bin gerade so. Ja. Aber geduld. Ich will. Hier haben wir noch ein Blümchen und dann habe ich noch. Okay. Und hier war das Ganze. Genau. Jetzt habe ich noch so ein komisches Ding durch. Okay, das heißt, normalerweise mussten eigentlich. Nein, natürlich nicht. Oh. Hallo Ria. Herzlich willkommen. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen am Sortieren von meinen ganzen Zeugs. Weil wir hatten ja letztens das ganze Zeug hierher geholt. So, meine Wasserflaschen packe ich mal hier hin. Überleben. So, dann sortiere ich hier mal was. Dann haben wir Kupfer ganz. Bei Kupfer habe ich mitbekommen, dass man da auf jeden Fall was drauf. Mal auch noch, wenn die. Dann können wir das da eigentlich. Das hier. Okay, dann habe ich hier noch Kupferbarren andere. Dann haben wir hier das Zeug noch. Das noch. Hat so. Flasche, die zusammenpacken. Das sind meine Tricktaschen. Dann haben wir hier die Rollen, da habe ich. Dann haben wir hier.
Das ist ein Gitter hier. Irgendwas und zieht aus. Dann haben wir noch ein, noch mehr. Dann packen wir hier mal den Schnee zu. Aber heute wieder was mit Redstone gebastelt. Stimmt, ich wollte ja bei dir was austauschen. Weil leider hatte ich da keine Zeit zu. Ich wollte jetzt Zeit unterwegs. Schon, ich bin heute ein bisschen spät dran. Da oben habe ich die. Mal hier noch. So, was sind wir jetzt mit dem Teppich? Teppich, Teppich. Wollen wir hier so ausrüsten? Hi. Denn ich kann hier nämlich nur mit B momentan auf. Mal A. Ganz. Das ist. Haben wir hier Lapis? Lapis kann man hinpacken, sauber. Lapis. Dann habe ich einen Apfelball. Hä? Dann haben wir dieses Holz. Footnidel Unsichtbarkeit. Fangwurm. Ich hab noch keine Ahnung. Dann haben wir Redstone. Könnten wir zusammen craften. Und craften das. Dann nimmt es mir nicht so viel Platz weg. Oh. Und dann haben wir die ganzen Waffen. So, okay. Wir haben. Einer Pick. Ja, wir haben Säbel, die kann ich jetzt nutzen. Okay, den kann ich noch nicht nutzen. Den kann ich allerdings. Dann haben wir hier noch so ein paar Ersatzgegenstände hier. Und dann haben wir hier noch ein paar Bücher mit. Okay, und dann habe ich noch. Okay. Der Abend ist wie schön, wenn Bubo und Gucci da. Rio auch in der Nähe, vorsichtig. Der Rio, die streunt da irgendwo unterwegs rum. Könnt ihr euch am Sonntag kalte Wasser schmeißen? Nee, warum nicht? Schmeiß uns doch einfach in kalte Wasser. Haben wir hier noch mehr Redstone. Hey. Noch mehr. Okay, dann haben wir diese ganzen. Ich hab einmal Summon Horse. Summon Horse Level 2. Das ist anscheinend dasselbe. Firebolt. Davon haben wir auch. End. Level 2. Dann haben wir noch komische Manuskripte. Dann habe ich hier noch die ganzen Zauber. Das weiß ich überhaupt nicht. Was soll das? Guten Abend, liebe Melli. Ich bin hier gerade ein bisschen am Rätselraten, was ist. Aber wir werden das alles. Also so ganz blick ich immer noch nicht so durch diese Mod. Okay, jetzt haben wir hier noch lauter schießwütiges Zeug. Das machen wir mal so. Das sind Armbrust. Das ist mit Geschoss. Das ist ohne. Das ist. Scheint auch. Können wir dann irgendwann mal zusammen craften. So, und dann haben wir noch einen. Und eine Hose. Okay. Und dann haben wir noch Goldkarotten, die packe ich auf. Das war meine Essen.
So, okay. Das heißt, wir haben jetzt unsere Rucksäcke wieder frei. Dann wollte ich meinen Eimer füllen. Ja. Aber nicht mehr da. Ich wollte mir eigentlich mal so eine. Eine wunderschöne Wasser. Ach nö, wir haben schon wieder Winter. Ist doch nicht. Ist doch nicht. Wir haben schon. Oh, ich dachte, der Winter wäre endlich vorbei. Aber nein. Wir haben Winter. Ich habe nicht mal ein Level. Ich kann nirgends. Okay, dann haben wir wieder Wasser im Inventar. Genau, die Wasserquelle hat man nämlich deswegen gemacht, damit ich ja meine Fläschchen füge. So, was ich heute vorhabe, ist, erstmal das Zeug hier das weiter durchzubrennen und dann mal zu schauen, ob man sich da irgendwie Rüstung, Waffe oder irgendwas machen kann. Schmeißen das mal hier mit rein, holen die raus. So, dann werden wir nämlich gleich mal schauen, so. Das hier auffüllen kann. Okay. Okay, mein Boden flicken hier. So, weil wir haben ja jetzt hier so eine kleine aus der Gucci-Schei. Ja, er hat das W vergessen. Gucci. Gucci. Okay, also wie gesagt, das ist ja hier so ein bisschen meine Entdeckerbase und ich wollte mal gucken. Also lasst uns doch einfach mal uns hier ganz gemütlich hinstellen und dann schauen wir uns einfach mal das an. Das ist so, das hier. Und ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren und zwar alle Items, die ich nicht kenne. Und das ist so eine Menge, die mal alle nach und nach zusammenzukriegen. Ich glaube, da kapiert man am besten die Mods. Wenn es noch so unsinnig ist, dann wird das eine vollkommen lustige Base, weil es gibt ja auch ganz viele lustige Baublöcke hier. Und ja, lasst uns einfach mal schauen, was wir uns hier an bekloppten Zeug zusammenfarmen können. Also noch sind wir im normalen Bereich, wie ihr sehen könnt. Das ist alles noch normal, das kennen wir alles. So, das sind hier die ganzen Bücher, alles normal. Also immer noch normal. Okay, dann schauen wir doch. Was haben wir hier? Das geht im Grunde genommen los. Milch. Okay, mit so einer Maschine. Das heißt, man kippt da Milch rein. Und dann kann man die Milch. Okay. Was ist das für ein merkwürdiger Apparat? Abflug. Okay. Gegenstands. Naja, wir fangen mal mit einfachen Dingen. Also einfach Dinge jetzt herstellen. Schauen. Also es gibt Wasser, Lava und mein Arkandibri. Können wir nicht. Können wir den bauen? Okay, der wird aus Eichenholz, zwei Zäunen und ein Buch. Das müssen wir hinkriegen. Hoch oben in die Ecke und dann. Oh mein Gott. Weil ich möchte so Stück für Stück halt so ein bisschen mal die Erfolge hier. So, das heißt, ich brauche jetzt erst 6 Labs. Dann brauche ich ein paar Zäune. Wartet mal, wir haben hier irgendwo. Hat er doch von Sticks gesagt. Sticks, da bräuchten wir Zäune. Okay. Und dann noch ein Buch. Mal ein Buch. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den machen können. Also hier sagt er mir nicht, aber wir versuchen. Das Buch da oben. Und schon haben wir den Tisch, den wir haben. Okay. Wir haben jetzt unseren legendären Zaubertisch. Ja, den haben wir. Erster Erfolg.
packen mal die Sachen wieder zurück, weil wir suchen uns die jetzt jedes Mal raus, was wir da brauchen. So. Halt. Pack so eine. X packe ich hier mal zur Seite, weil die werden wir jetzt. Okay, weitergehen. Arcan Anvil. Ich weiß, wo. Ich habe noch keine Geode entdeckt. Und Netherite habe ich auch noch. Können wir noch nicht machen. Was ist das? Ein Scrollforge. Polierter Tiefenschiefer, den könnte man herstellen. Weinen Obsidian habe ich noch. Was ist denn ein Pedest? Armor Pile. Ich glaube, die kann man alle finden. Ancient Codex? Okay. Okay. Das Blut. Ach nein, nicht wieder mit diesen komischen. Pump a mob in a cauldron with a lit campfire bean. Oh, cook the mob filling the cauldron with blood. That can be. Das ist ja viel zu. Da blicke ich ja gar nicht durch. Also die Bücher lassen wir nochmal weg hier. The blood. So, Mage Hunter. Wie kommen wir denn an den dran? Findet man den dann? Oh Gott. Also den können wir auch noch. Das sind diese ganzen. Die glaube ich. Was macht man denn jetzt mit denen? Ich weiß es nicht. Da kann man dieses Kreuz herstellen. Was ist das? Empty Upgrade. Oh, was ist denn? Zinder. Was? Zinder essen. Feuer. Da haben wir, glaube ich, Eisruhe. Irgendwas, so eine Rune haben wir. Aber wo kriegt man die Sachen her? Arkane irgendwie. Okay, wenn ich das mache, kann ich. Was soll ich damit? Ich weiß es nicht. Frozen Bone, was soll ich damit? Blood Viral, das ist dieses Ding. Aber ja. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Den haben wir schon. Na toll, die kann man auch selber machen. Super. Den Hoxkin. Dragons. Arcane Essence haben wir. Denn diese ganzen Runen. Ah, Mann, ich soll, also wir sollten uns auf die Klamotten konzentrieren. Was ist das? Ein Wayyard Kompass. Kann man anscheinend auch. Zinder ist er. Ja, den habe ich ja noch nicht gefunden. Wo gibt's den Arkan-Debris? Müssen wir mal eingeziehen. So. Wandering. Wo finde ich den? Kann man das herstellen? Ich weiß. Das war. Okay. Wondering Magic Pants. Ja, krieg ich die her? Ich das wüsste. Habt ihr eine Ahnung? Hallo Leo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich versuche gerade mir irgendwie den Sinn dieses Spieles hier irgendwie beizubringen. So, einen normalen, die kann man machen, das können wir auch machen. Also den könnte ich machen, die, da brauche ich nur die Wolle und diese Dinger drumrum. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich von diesem Arcane-Zeug überhaupt habe. Nein, wo hatten wir? Ja, 19. Okay. Was hat er jetzt gesagt, wie oft wir das brauchen? Halt. 3 Stück. Das heißt 1. Acht. Also 2 kriege ich. 3 von diesen Rollen. Okay, müssen wir weiter suchen.
Hilft nix. Vielleicht können wir den machen. Ja, das sind alles so viele Sachen, wo ich das herkriege. Haben wir denn dieses Arkane überhaupt her? Ich glaube, das lag irgendwo rum. Das heißt, wir müssen doch auf Wanderschaft. Ich muss mir das ganze Zeug irgendwie zusammenfarmen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Der Sinn des Spiels, Klötzchen abbauen und anderswo wieder aufbauen, genau. Ah, okay, wisst ihr, was wir machen? Ich werde mir jetzt vernünftiges Werkzeug machen. Ich werde schauen, dass ich eine Rüstung habe ich an. Und ich möchte einfach, ja, dieses arkane Zeug, das hier. Aber ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir das her hatten. Ich weiß, dass ich es gekriegt habe, aber irgendwo, werden wir das schon auffinden. Das heißt, ja, machen wir uns. Also ich weiß, dass wir uns auch eine Kupferausrüstung machen, aber ob die Sinn macht. So, ich wollte mal nach diesen Wollklamotten. Wo gibt's denn diese Wollklamotten? Die wolligen Sachen. Damit mir nicht kalt wird. Ja, ich weiß nicht mal, wie die Dinger heißen. Ich weiß es nicht. Das ist echt Zum Verzweifeln. Es ist auch so. Im Grunde genommen bräuchte ich jemanden, der mich hier anleitet. Der mir einfach mal diesen ganzen Mist hier beibringt. Hab keinen Plan, was ich. All das kann ich ja alle noch. Ziromanzer. Ich kann ja nichts machen. Ich hab nichts. Da sind diese Sachen, aber wie gesagt, das bringt mir ja nichts, weil ich werde draußen jämmerlich erfrieren. Das ist das Übel an der ganzen Geschichte. Weil ich habe so viel Zeug, aber ich weiß nicht, wie ich es benutzen kann. Das sind die ganzen Bauteile, die brauche ich ja nicht. Ich brauche was zum Anziehen. Ich brauche einfach was zum An. Hallo Alexandra, ich war zwei. Das ist ja süß von dir. Ja, knuddelt euch mal, vertreibt euch die Zeit. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich rausgefunden habe, was ich hier tun muss. Weil das ist wirklich das Problem. Wenn ich nicht passende Anziehsachen habe, kann ich mich draußen nicht aufhalten. Das heißt, ich muss unter die Erde gehen. Weißes Todeswurm, Chitinharnisch, na toll. Okay, wo kriegen wir die Dinger her? Steht auch nicht bei. Ist echt klasse. Ja, das steht einfach nicht bei. Aber auch nichts, was ich brauchen kann. Ich würde ja gerne so Schmetterlinge, Feenflügel haben oder so. Aber die kann man anscheinend nur irgendwie. Ich bin lost. Ich bin einfach lost. Lost, lost, lost. Vor allen Dingen, was macht man mit diesen komischen Pilzfeen und sowas? Ich könnte die ja alle aufstellen, aber ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Hier sind die warmen. Fuhrcap. Okay, wo kriege ich das her? Dann müssen wir nach Ziegen suchen. Und ich kann ja nicht im Winter losziehen und Ziegen suchen. Oh Mann, und es schneit und ich bin in der Kälte und ach Mann. Okay, also ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass wir vernünftig Waffen haben. Das heißt, ich werde mir jetzt Eisen, dann werde ich Picke machen. Ach, haben wir ja schon. Okay, eine neue Axt. Dann werden wir eine neue noch
Schaufel machen? Ja, mal glaube ich. Ich habe 26 Pfeile. Ich weiß nicht, was ich mit 26 Pfeilen erreiche. Ich habe keinen Plan. Hier kriegen wir auch nicht besonders viele Pfeile raus. Haben wir noch irgendwo von den Dingern was? Was hingelegt? Das ist der einzige. Wow. So, können wir uns noch mal ein paar Pfeile machen. Okay, dann haben wir schon mal 38 Pfeile. Ist ja schon mal besser wie nichts. So. Okay, weil ich kann noch nicht verzaubern. Ich kann noch nichts. Kann nichts. Okay, dann nehmen wir ein Bettchen mit. Ich habe zwar einen Schlafsack, aber man weiß ja nie. Wir nehmen noch ein Bettchen. Das Metall. Ich wollte mal gucken, kann man eigentlich aus dem Metall irgendwas machen? Klumpen. Voll. Dingklumpen. Dingblöcke. Ah, ist ja irre. Ja, fantastisch. Bekleidet einmal von vorne bis hinten. Okay, also lassen wir das erst. Okay, das, was ich haben möchte, ist. Ist es? Das Zeug. Arkan Essenz. So. Ohne die geht nichts. Und wenn wir Glück haben, finden wir unterwegs noch so ein paar Ziegen, die wir scheren können. Haben wir eine Schere mit? Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben eine Schere mit. Okay, Schere. Schlafsack. Das Werkbänke haben wir. Auch eigentlich. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Dann nehmen wir nochmal Eisen. Okay. Dann sind wir bestens versorgt. Flaschen habe ich genug, Essen habe ich. Okay. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, das Problem, dass ich absolut nicht weiß. Wir müssen einfach mal gucken. Langlaufen. Es ist kalt, es ist nass, ich will nicht raus. Nein, das ist kalt. Also guck mal, sobald ich hier hinkomme, wird mir kalt. Die funktionieren. So. Okay. Es ist eisig. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Robo-Base. Wo wir hinlaufen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal nach in die Richtung. Okay, ich brauche aber noch ein Boot. Habe ich ein Boot? Mann! Boot haben wir keins mit. Wir müssen ein Boot machen. Och nee, nicht der Blutmond. Das kommt jetzt ganz ungünstig. Oh. Das kommt jetzt richtig. Oh, das ist. Das ist. Ich kann doch hier nicht bei Blutmond raus. Mach dir lieber eine Rüstung. Ja, ich hab eine Rüstung an. Schau mal. Ja. Also, schlecht ist sie ja nicht und wir können ja schon mal einen Rucksack hinsetzen. Okay. Wir haben unseren Gummireifen, wir haben Schal oben. Achso, ich kann ihn noch. Ah, ja. Erinnere mich. Erinnere mich, weil ich habe noch nicht genügend Skillpunkte. Okay. Was brauche ich? Gathering, glaube ich, war das. Gathering 10. Haben wir noch nicht. Gathering. Da. Mir fehlen noch drei. Ja, und Blutmond heißt, dass ganz viele Dinge da draußen unterwegs sind, die ich nicht haben will. Und das ist unfair. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich will hier weg. Weil Blutmond heißt nicht schlafen gehen, ganz viele Monster und so. Dann möglichst schnell hier abhauen. Gehen hier einfach. Ist nicht. Oder? Jetzt hat er mir mein Boot eingefroren. Oh Mann. Okay. Los, weg und warmer. So, dann müssen wir mal schauen, weil ich habe auch kein Schäder an.
wo wir lang fahren. Wir könnten mal da lang. Schnee da. Es ist sowieso sehr lustig, weil hier ist Schnee, da ist kein Schnee. Ich werde seekrank. Blutmond heißt ganz böse Wesen unterwegs. Die wir gar nicht kennenlernen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist. Da ist. Oh Mann, ich will ja nicht krank. Wir versuchen, solange es geht, auf Wasser zu bleiben. Ja, ja, schenk mir mal ganz viele Herzchen. Gott, ich werde seekrank. Also auf jeden Fall müssen wir so viel wie möglich eine Landschaft aufdecken, in der Hoffnung, dass die anderen die da noch nicht gewesen sind. Und ja. Das ist nicht einfach. Am besten wäre natürlich ein Dorf oder irgendwas, wo er unterschlüpft. Das ist natürlich im Dunkeln jetzt. Ich werde jämmerlich erfrieren. Mann. Es ist Winter, es ist kalt. Ich werde so erfrieren gleich. Ich bin schon bei 82. Was ist denn hier irgendwie? Entweder. So. Ich habe auch keinen Ofen mit, das ist natürlich sehr sinnig. Weil wir haben eine Werkbank. Oh, wir sind ja wieder super vorbereitet, aber das hat schon geholfen, schaut mal. Ja, ab in Süden oder einbuddeln halt. Was soll ich dazu sagen, schaut. Temperaturen gehen wieder ins Normale. Das ist so mein Trick, den ich mittlerweile gelernt habe. Einfach sich ein Loch buddeln, reinsetzen, möglichst tief und eine Fackel an. Okay. Jetzt hängen wir hier fest, bis der Blutmond vorbei ist. Natürlich verklappt. Oh, dann nutzen wir einfach die Zeit und graben hier so ein bisschen. Also 25 Fackeln haben wir noch mit, vielleicht finden wir noch ein bisschen Kohle. Oder irgendwas anderes. Ich was der Mensch haben. Also im Überleben, das geht schon. Also das kriege ich schon hin, dass wenn es zu heiß wird, dann setze ich mich ins Wasser und wenn es zu kalt wird, buddel ich mich ein. Halt Fuchsmanier, ne? So. Haben wir wenigstens schon mal Kohle, dann können wir uns notfalls nämlich einen Ofen machen. Dann müssen wir aber immer dafür sorgen, dass wir Zeug haben, was brennen kann. Und dann basteln wir uns einen Ofen, den wir dann mitnehmen. Einen sogenannten Reiseofen. Das hat nämlich bis jetzt auch immer gut gemacht. Also einen Ofen zu haben, die Kohle dafür zu haben. Und dann brauchen wir dann einfach Steine schmelzen oder irgendwas schmelzen. Das kriegen wir hin. Also das funktioniert mittlerweile. Das Einzige, wie gesagt, was ein bisschen doof ist, halt, ja. Wenn dieser blöde Mond da draußen ist, weil da habe ich keine Chance. Aber wie gesagt, wir gehen mal weiter runter, vielleicht finden wir was. Unterhalb unseren. Und weiß denn. Ja, wie ich kann's nicht. Auf jeden Fall ist hier schon mal wieder nutzloser Zeug.
Dann nehmen wir mit. Ja, da können wir, wenn wir es einschmelzen, natürlich. Warte mal. Da. Wie, das braucht keiner. So. Ja, wie gesagt, für mich ist halt die Schwierigkeit, weil ich die Mods nicht. Oh. Ich habe auch keine Zeit, die auszutesten. Was, wie, irgendwie, wo zugehört und wie gemacht wird. Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich versuche hier irgendwie zu überleben, irgendwie mich zurechtzufinden. Also in den letzten Sword Pixel ging das besser, weil da kam ich besser mit den Mods klar. Diesmal sind es wieder Mods, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir schon wieder Lapis. Okay, Lapis. Oh, auf welcher Höhe bin ich? 21. Wir sammeln alles, was wir finden. Wir haben jetzt zwei Decke. Ach ja, gut. Hört mich nicht. Immer mal nicht weiter bei. Hey. Irgendwann ist dieser komische Blutmund auch wieder zu Ende und immer wieder raus. Irgendwann ist auch Tag. Muss halt nur sehen, dass ich grün gucke. Weiß auch nicht, wo ich mich hier hin wollte. Was mich. Warte, ob wir überhaupt was finden. Auf jeden Fall war viel schön Kobbel, damit wir uns wärmen können. Den wir brennen können, weil ich brauche nämlich gebrannt. Okay, wir sind jetzt hier schon im schwarzen Stein hier. Weggemacht. Also ich denke mal, von meiner Community stellen sich die anderen wesentlich besser an. Black Agility. Ist also auf solchen Sachen so. Geht nicht Chat kaputt. Was? Die Chat kaputt. Eigentlich nicht. Wir doch mal. Hier ein paar. Hier mal. Das heißt, mit. Weil wir haben ja auch noch eine Base. Was ist das für ein Stein? Ein. Guck mal, bestimmt was Schönes drauf. Okay, dann müssen wir mal einen Teil schon mal in den Sack packen. Die nehmen wir quasi zum Decken an. Wenn dieser blöde Blutgrund nicht macht. Jetzt. Ecke kaputt. Oh nein, weiter schauen, ob was schön. Oh, Eisen. Beispiel kann man ja immer gebrauchen. Ja. Was ich das? Dann gleich so viel. Immer doch mit.
Es hat zumindest aufgehört zu regnen, was ich. Ich hab das Internet gelöscht. Nö, eigentlich nicht. Nein, ich wollte jetzt nicht hier in die Rieten stellen. Mann, ich wollte Fackel auf. Okay, dann machen wir einfach weiter. Fröhlich. Also ich würde mal sagen, draußen ist wieder Tag. Wir können jetzt langsam auch machen. Ich will ja hier nicht nachten. Mal die Fackeln wieder mit. Haben wir ja nicht. Komm, gib her. Nein. Mit. Einsammeln. So, und jetzt müssen wir uns da wieder hochstecken. Oh Mann. Okay, da gibt's noch ein. Mit. Das ist hier. Schön hier. Lass mal ein. Laufen wir einfach. Laufen macht wahr. Sofern man hier irgendwie durchkommt und die Bäume nicht. Okay. Nur unsere Schwungaxt. Den habe ich jetzt. Genau. Speziellen Dingen, wo ich nicht weiß, wo ich sie herkriege. Auf jeden Fall werde ich mal gucken, dass wir irgendwie Tiere oder was kaputt kriegen. Hört sich jetzt irgendwie abartig an, aber. Oder auch genau diese ganzen Pflanzen da und so. Weil ich muss mich ja irgendwie vorbereiten. Da ist krass. Wir müssen immer so ein bisschen auf die Temperatur achten. Hey, ist da drüben ist es wärmer. Ein Stein. Also ich suche zumindest sowas ähnliches wie ein Dorf oder irgendwas so. Ach, ich drücke immer auf M. Ich muss doch auf 3 drücken. Boah, jetzt gucken wir mal hier oben. Ah, es scheint ein Dorf zu sein. Da vorne weiß ich nicht. Da ist ein Keine Ahnung. Also wir müssen einfach alles einsammeln, was wir finden. Egal. Weil ich habe das, ich habe immer, ich habe mich sehr auf die Vanilla-Sachen kommen. So, eigentlich muss es da drüben auf der Insel, müsste es hier drüben. Das heißt, ich. Genau, da ist ein und Friedhöfe, haben wir gelernt, gibt es immer tolle Sachen. Man muss aber die Kiste abbauen und nicht aufnehmen. So, dann gehen wir hier einfach mal bauen. Weil es ist kalt. Noch keiner gewesen zu. Und hoffen, dass was Gutes drin. Und ich habe jetzt schon viel.
War jetzt mal weg. Ich sagte, die Truhe schmeißen wir weg. Will ich gar nicht haben. Halt mal. Ja, weg. Weil wenn wir die nämlich aufmachen, dann haben wir wieder einen Geist. Oh. 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 Das Problem ist, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt immer Angst. Okay, wir schauen mal weiter, was wir haben. Wir haben jetzt eine Wisserrose. Wir haben Knochen. Dann schmeißen wir das mal. Die Feder. Und das sind diese Baublöcke halt. Und dann haben wir noch Manuskripte. Weiß, was noch zu retten ist. Okay. Oh. Wer weiß, wofür wir die brauchen. Weißt du. Ein Skelett habe ich schon. Okay, also. Müssen wir mal weiter gucken. Wenn ich hier bleibe, dann. Da ist der Todes. Okay. Gucken wir mir rüber gehen. Da um die Tor. Da ist. Das ist, glaube ich, wieder so eine. Eine kleine Mine. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal auf die Festland. Das fängt schon wieder an zu regnen. Das ist doch nicht wahr. Was für eine ungastliche Gegend hier. Okay. Sehr ungast. Müssen ja irgendwie aus dem Regen. Ne? Aber ich brauche auch. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie genau die Dinge zu. Ich. Aufpassen, dabei Dreck. Ja, ich suche Ziegen. Eine. Jetzt ist die Frage, wenn ich eine Ziege finde, muss ich die schlachten oder kann ich die entfernen? Das ist jetzt die Frage, die sich. Ich lauf jetzt. Also gesetzt im Falle, weiß das einer von uns, ob man die dann scheren kann. Weiß es nicht. Wir uns dann einfach mal kalt ist. Sehen, dass ich hier irgendwie der Kälte raus. Der 13 Grad. Das ist aber auch. Hallo Waschbär. Hallo Kuh. Gibt's hier nicht irgendwo. Wo es nicht so kalt ist. Irgendein Ort, irgendein Dorf, irgendwas. Da war Strom, der mir reinsitzt. Das Problem ist, man kann auch nicht lange stehen bleiben. Man muss ja laufen. Und ihr seht schon, meine Temperaturen sinken schon wieder ab. Okay, ist es hier wärmer? Geht die Temperatur? Um uns rum schneit's.
Ich kann nämlich auch nicht sehen, wann Tag und wann Nacht ist. Einfach nur du. Okay, wir müssen irgendwie sehen, dass wir die nie aus. Hier erstmal was trinken. Okay, und dann wie im wahren Leben. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer weiter in den. Ich werde das Gefühl. Oh, auf jeden Fall ist es dunkel. Wir ach, das ist. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Das ist ja. Ja, Leon ist so. So. Okay. Bitte mal schlafen gehen. In der Pampa. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss ich mir was einfallen lassen. Also wir müssen irgendwelche Locations finden. Irgendwelche Locations finden, wo wir Dinge looten können. Das ist ein bisschen schwierig. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht ja, immer diese Waschbären. Also Waschbären finde ich ja hier an gut. Kann man hier noch. Oh. Das ist nicht. Mal aufpassen, wenn ja, der ist hier wohl auch elendig gefroren. Das ist ja krass. Oh Gott, eine Riesenhöhe. Moment, guck mal hier. Was ungünstig. Noch nicht. Was für ein. Ich bin weg. Ich bin. Warum das ist hier? Drin bin, tauchen die alle auf. Nein. Wollen wir nicht. Es ist mir noch zu heikel. So gut bin ich nicht. Da gehe ich sofort tot und dann habe ich einen elendig weiten Weg, um. Mein Grab wieder zu finden. Das müssen wir jetzt uns antun. Das machen wir, wenn ich ein bisschen besser ausgerüstet bin. Aber keine Ahnung, wo ich hier hin. Auf jeden Fall ist man gezwungen, hier wirklich die Griffe zu machen. Wenn man sehr schnell auf. Hängt hier unterm Baum. Eben normal. Macht auch. Sind sie um die Ecke zu bringen? Gibt es wunderschöne Blüten? Mal sagen, wir gehen weiter in die Richtung, weil da ist es immer auch. Alles ist nach Winter und. Das wird. Ein Abenteuer wieder nach Hause zu kommen, aber ich habe zum Glück meinen Portstein mit und wir haben 6 Level. Also das ist kein Problem, wenn wir jetzt hier was Spezielles finden sollten, das Portstein zu markieren. Ich habe ja von der Karte eigentlich. Felix, okay. Okay, 900 Blöcke in die Richtung gibt es. Das ist ein Dorf, denke ich. 600 in die. Ich würde sagen, wir laufen die 900 Blöcke in die. Einfach mal ändern. Und mal. Es ist. Gibt, wenn wir Glück haben, Dorf. Ja, hier haben wir so einen netten Herrn. Dinger da noch.
war ja gelernt. Saul. Ich wollte eigentlich. Okay, die kommen schon mal in den Rucksack. Müssen wir mal irgendwie sehen, dass wir das Zeug hier. So ein Silberbar. Oh, ein Silberschwert. Das macht 6,5 Angriff. Okay, das ist relativ gut. 2 Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Das. Und müssen wir wieder weg. Dürfen wir auch nicht irgendwie aufstellen. Weg damit. Okay. Alles so kompliziert. So, dann packen wir mal die Wasserflaschen. Dann schmeißen wir mal ein bisschen. Essen mal. Was weg? Habe ich einfach zu krimpeln. Gott. Dann müssen wir ein rauskommen. Gott, dann hoffen wir mal, dass dieses Schwert ein bisschen besser ist. Ich weiß natürlich nicht, ob es unter den Gräbern noch irgendwas gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte aber da jetzt ungern rumbuddeln. So, jetzt machen wir mal die Map auf. Gucken mal, ob wir hier. Oh, was ist das? Was Großes. Hier ist der Fried. Da ist auch irgendwo. Wenn ich ihn. Also wir schauen mal, was da ist. Weiß nicht, was da ist. Das sieht aus wie so. Wenn ich Glück habe, ist das Tatsache ein Magierturm. Wenn ich Pech habe, wohnen da ganz böse Leute drin. Okay, wir haben schon mal Brot. Wer da? Samen. Samen. Das brauche ich auch. Habe das Gefühl, da wohnen böse Leute oben. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich würde sagen, wir schlagen unser Bettchen hier mal. Sicher ist sicher. Was steht da, wo mich ein Bett mit? Weil wenn mich in solchen Situationen... Nee, möchte ich nicht unbedingt... Eben. Okay. Da durfte jetzt keiner. Gar nicht gut. Die hören sich nicht gut an da oben. Oh Gott. Hören sich irgendwie sehr untot. Und spinnig. Haupt. Bleibt ja da oben.
Oh, noch jemand ohne? Okay, da oben ist einer, den muss ich kaufen. Moment. Locke. Da oben. Da müssen wir auch hoch, weil da ist es nämlich auch, ist nämlich auch was drin. So, ich muss jetzt überall gucken. Hier gibt's Eisen. Sehr schön. Überflüssige packe ich jetzt immer hier. So, jetzt muss man sehen, dass ich hier irgendwie hoch wegkomme. Wir haben zum Glück, unsere Sachen mit. Das heißt, habe mich jetzt Okay. Ah, meine Glocke. Guck ich mal hier, ob hier noch nix. Da ist nix. Okay, dann komm. Jetzt die restlichen. Okay, da, da haben wir dieses Punkt. Das brauche ich. Noch ein. Wenn wir noch mehr von diesen Smoked, dann haben wir, noch ein Pfeiler. Und Monsterfleisch, da habe ich auch noch nicht so rausgefunden, was ich damit anschaue. Wieder Samen, Kartoffeln, Äpfel. Mal hier. Und halt. Also auf jeden Fall haben sich da ein paar Sachen. Naja. Das ist ganz gut, weil der zeigt mir das nämlich mal an. Da sollte ich mal auslösen. Kommen da wieder alle möglichen Herrschaften raus. Ja, wir schlafen. Dass sie mich hier noch im Bett auffressen. Oh Mann. Ah, ah. Bitte, bitte. Gut. Bettchen mit. Wir hatten ja alles hier untersucht. Denke mal. Auf jeden Fall ist das Schwert wirklich sehr gut. So, dann laufen wir mal einfach in eine andere Richtung. Sind mir zu viele Leute unterwegs? Was denn das für ein nicht doch. Rainer. Im Bett platzieren. Dann kann ich die. Ja. Okay. Bett platzieren anklicken. So. Uff. Hallo KSE. Herzlich willkommen. Oh Gott. Oh Gott, was war das für ein Vieh gerade? Was war das denn? Oh mein Gott.
So, was haben wir denn gekriegt? Wir haben Würmchen gekriegt. Piece of Dark Metal. Meine Nerven. Einige, was habe ich jetzt da für einen komischen Effekt? Ich weiß es nicht. Da, jetzt müssen wir immer wieder was trinken. Ich bin Paluten, ja. Ich, ja. Das wüsste ich aber. So, hier haben wir schon wieder einen Friedhof. Okay. Friedhof Nummer 3? Okay. Ach, hier waren wir ja. In einem Kreis gelaufen. Okay. Ich bin. Ach, zum Beispiel. Okay. Ich werde erschießen. Okay, dann schauen wir mal wieder auf die Karte. Ich möchte ja dahin. Aber ich glaube, das war der Turm, wo wir gerade waren. Hallo Beispiel. Ja, ich bin ein bisschen blutend unterwegs. Ihr nervt. Ihr nervt, ey. Komisch. Geh weg, sonst gibt's Ärger. Und ein Creep. So, ist. Kuschelfreunde sind auch unterwegs. Okay, was ich so ein bisschen vermisse, sind so ein bisschen so noch andere Tiere. Aber es gibt. Gut, also das hätten wir schon mal überlebt. Ich sag ja, wir brauchen so merkwürdige Dinge, um überhaupt Kraft. Guter anscheinend immer. Ah ja. Oh, meine Fresse, was bist du denn? Oh. Mann. Heute haben sie mich ja alle auf dem Kieker hier. Ei, ei, ich leide, leidet mit. Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, die komischen Wesen. Okay. Jetzt habe ich aber nicht schon wieder diese verfluchte Kuh hier. Lass mich so mit dem. Das hatten wir schon mal. Okay. Oh Gott. Ach. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, normale Wesen hier zu sehen. Mann, Mann. Ich weiß nicht, wer du bist und was du bist, aber ich will dich. Naja, versteck mal den Kopf da drunter. Um nicht zu nah ran. Wie viele Pfeile braucht er denn hier? Weiß nicht, was du bist, aber geh tot. Komm. Da was hat er was getrunken. Ja, da kommt. Da kommt der da hoch. Eins. Ich weiß jetzt allerdings mehr, Habe ich noch genug Pfeile? Hab. Schauen wir doch mal nach, was wir jetzt nicht haben. Ich habe Meeresschlangenreißzähne bekommen. Okay, oh, wer weiß, was so. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Bin schon wieder tropfnass.
Und ich bin überanstrengt. Dann nehmen wir hier Eisen wieder mit. Der Eisen kann man nie genug haben. Ah. Die Schlange. Nein, keine Möwen, bitte. Nicht Möwen. Ich mag keine Möwen in diesem Spiel. Weil die klauen Sachen, so wie keine Ahnung, 28. Gott, und hier sind gleich 3 Stück. Ja, ihr müsst wissen, die klauen einem das Zeug aus dem Inventar. Hätte? Meins, ja. Jetzt wird's dann. Komm runter da. Gib mein Fleisch wieder. Ah. 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 Und geben nur Federn, na toll. Macht ja viel Sinn. Okay. Also, wie gesagt, legt euch nicht mit Möwen an, die klauen euer Essen. Die sind nicht gut. Also, ich privat mag ich Möwen sehr. Ich bin ein absoluter Möwenfan. Aber hier in dem Spiel sind die äußerst, ich sag mal, schlimmer wie, also schlimmer wie Waschbären. Waschbären, die betteln einen nur an, die klauen nicht. Weil die klauen. Die klauen richtig. Weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich dieses eine Zeug herkriegen kann. Und das irgendwelche. Ich glaube nicht, dass das Pflanzen sind. Ich glaube, das haben wir irgendwo in einem Dorf oder irgendwo in irgendeiner, in irgendeinem Ding gefunden. Ich weiß. Oh, das Menschen. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir alles, was wir so finden. Das, was ich natürlich gerne haben würde, wäre so ein Seeadler. Okay, hier sind Pferde, Pferde, aber Esel, also Reittiere. Da gehen wir nicht rein. Also hier sind längst nicht Strukturen, die man finden kann. Hier auf dem Community Server. Also es ist ja ein bisschen schwieriger, Dinge zu finden. Vor allen Dingen liegt hier überall Schnee, was sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Versuche möglichst jetzt nicht im Schnee zu laufen. Damit wir nicht wieder erfrieren oder uns irgendwo runterbuddeln müssen. Da gibt es eine Insel. Zack. Haben wir so ein bisschen Zickzack. War leider nicht an. Was machen wir? Wir können natürlich auch übers Wasser noch weiter wechseln. Das Problem ist immer. Ein paar. Also Erfolge sammeln wir heute eine ganze Menge, habe ich das. Das ist ja nicht schlecht. Das, was schlecht ist, ist die Kälte. Ich muss. Fahren jetzt einfach weiter Richtung Westen oder wie auch immer. Schauen mal, ob wir da noch was Bubus Base. Also wir fahren hier anscheinend im Kreis. Das ist ja auch nicht schlecht. Laufen. Steckt da jetzt ein Schwert irgendwo? Oh Mann. Hütchen ab. Es wird schon wieder tierisch kalt hier. Wenn mal kurz. Jetzt freezing outside. Ja, schon haben wir das. Oh Mann. Okay. Laufen wir einfach weiter. Setzen das Bütchen wieder ins Wasser und fahren einfach von dann. In der Hoffnung nicht zu erfrieren.
Oder macht warm, hoffe ich. Wir paddeln jetzt. Au! Das ist doch. Okay, da gibt's also. Echt. Was machen die Piranhas in meinem Board? Geht weg. Mann, ich brauch doch gar nicht. Akt langsam. Mein Boot. Voll. Komm hoch. Einfach. Ja, ist irgendwo. Ihnen ist aber auch nichts heilig. Wirklich. So, dann gehen wir jetzt da oben hin. Hä? Nein, du fährst mich nicht hier weg. Oh. Ui, eine Runde hoch. Und es schneit wieder. Ganz was Neues. Ah. Ja, haben wir die gefunden. Seht ihr das? Okay, dann hat sich das zumindest schon mal gelohnt. Das gucken wir uns zu Hause an. Was hier ist. Okay, wir haben noch mehr Artefakte. Sehr schön. Das freut mich. So muss das sein. So, es ist ein bisschen kalt, also wir werden mal Bubu-Base hingehen und ganz schnell ins Warme schlucken. Ah. So, okay. Also, wir haben einiges zusammengesammelt. Das ist sehr interessant, das Jahr. Und jetzt bin ich gespannt. Alles. Okay. Das ist jetzt wieder ein bisschen langweilig, ich weiß, aber die können wir leider jetzt nicht. Waschen rein, die müssen wir auch gleich wieder machen. Hab ich auch. Da haben wir hier Holz. Hier haben wir Kohle. Einen Ofen lassen wir. Guck mal, dieses komische Zombie. Scheint anderes Monster und Rotten Fisch. Zwei verschiedene. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach, was wir da gekriegt haben. Also, wir fangen an und räumen von oben nach unten. Bis. Oh. Okay. Das wäre das. Dann haben wir so einen Silberbarren. Dann haben wir... was gut. Mal Knochen mitgebracht. Dann haben... die Wisserrosen könnten wir ja eigentlich auch begrüßen. So, dann habe ich hier irgendwelchen Schwarz. Hier haben wir noch diese... Habe ich jetzt schon gefunden. Bücher hatte ich... Da hatte ich... Okay. Sog und Effizienz 3. Das, da könnten wir vielleicht schon mal was mit zaubern. Dann haben wir Friedhofserde und... Mag mal die Friedhofserde mal dahin. Warum wollte ich meine schwarzen Sch... Dann haben wir hier Essen. Dann habe ich noch Gold. Okay, dann haben wir hier noch wieder ihre Flasche. Weil hier noch... packen wir das rein. In die Bastel. Da kommt... So, dann schauen wir mal nach.
Also es hat sich auf jeden Fall einigen Artefakte so viel gelassen. Das freut mich. So. Dann machen wir jetzt mal die Yonda. Dann habe ich wieder Feuerstein. Da können wir dann wieder neue Pfeile machen. Das ist sehr gut. Dann habe ich Lebensmittel, habe ich wieder Würmchen mit. Dann habe ich Smoked Flesh. Dann habe ich Monsterfleisch. Dann habe ich. Dann haben wir. Weiß gar nicht, was. So ein Kalender habe ich ja auch schon gefunden. So, jeder. Mal jetzt wieder Glück. 26. So, ich weiß nicht, wie da was drauf. Ich bin immer noch. Sagt, dass das kommt bestimmt von der Ziel. Oder von irgendwas. Also das war. Oh. Dann haben wir die. Und hallo Said und hallo Chaos Knut. Herzlich willkommen. Ich bin hier gerade ein bisschen am Wursteln, was ich hier so alles mitgebracht habe. Da noch zwei. Da kriege ich aber immer noch keine drei raus. Mir fehlen noch drei Stück davon. Die gehören mit in die Balken. Mal noch so ein Wall. Wall of Fire Scroll. Oder schon ein Fireball. Was ihn. Das was. Da kommt Glocke hin. Das schon. Mal die Fäden, die. Dann haben wir jetzt machen. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin der Meinung, ich müsste dann wahrscheinlich meinen aufteilen. Das ist die falsche. Okay. Dann haben wir noch so. Was macht Eckler? Arm of Sinking. Sevilla can move freely in water. Also damit können wir zum Beispiel viel besser schwimmen. Das heißt, ich müsste ohne Stufe Glück auf angebauten Blocks. Also ich muss mich dann quasi entscheiden, ob ich gehen. Was? Sind hier Pillager unterwegs? Oder macht das mein Necklace? Was? Wer da? Hey! Wer ist da? Ich hab keinen eingeladen. Weg hier. Ich.
Das ist unheimlich. Wo bist du? Ja, du mich auch. Und hallo, Napo. Hier ärgert mich einer. Ist irgendwo. Aber ich trau mich. Sag ich auch immer. Jo. Aber ich hab hier keinen eingeladen. Au! Wo seid ihr? Stellt euch. Hier ist einfach zu viel Zeug. Ach, da bist du. Wo hast du denn nichts verloren? Gehen Sie weg. So, meine Base. Okay. So, okay, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie gesagt, dieses Necklace und habe keine Ahnung, was ich damit anfange. Das ist auch schon wieder super gut. Okay, wir packen es hier rein. Ist ein Artefakt. Bei den Schal finde ich besser. Ich habe gesehen, du hattest mich auf deiner Seite. Ja. Hast du im Stream nachgeguckt? Okay, es ist schon wieder Nacht. Ich gehe mal schlafen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Was ich hier für Viecher treffe. See voller Monster, Seeschlange haben wir jetzt. Gegenstand an einem Zauber. Hat Cooper gemacht. Meins. Lass Essen von einer Möwe aus seinem Inventar stellen. Also ich habe es nicht freiwillig gemacht. Freiwillig gemacht. Ja? So, und irgendwie habe ich hier als Platzierer einen Kochtopf. Ich möchte auch einen Kochtopf haben. Aber ich habe ja zumindest schon mal geschafft, eine Seeschlange zu machen. Das heißt, ich könnte bald, wenn es so weitergeht, Handel mit seltsamen Dingen treiben. Das ist ja so meine Aufgabe. Ich habe aber immer noch nicht genug Krempel dafür zusammen, weil wir müssen ja dann beigehen, uns ein kleines Häuschen in Lunaris zu bauen. Und gesagt, ein kleines Häuschen in Lunaris zu bauen und dort dann diese seltsamen Dinge anzunehmen. Weil, wie gesagt, momentan habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil es ist Winter und ich komme hier kein Stück voran. Das ist unangenehm. Weil ich immer kurz vorm Erfrieren bin und ich traue mich einfach auch nicht in die Berge zu gehen. Ich könnte jetzt natürlich ganz einfach zu Stine gehen und sagen, hast du mal ein bisschen um. Aber das möchte ich. Ich möchte ja die Spielmechanik hier. Das hier so funktioniert. So, ich glaube, wir hatten noch gar nicht beide auf. Glaube ich. Ja, da. Ja, ist. Wir gucken. Was? Ein Rotstock. Aber ich glaube, da kann man schöne Fenster. Okay, also wie gesagt, momentan bin ich, dass ich hier sammeln muss. Boah, das heißt, hier rein. Weil die kann ich noch nicht nutzen, die Pumpkin. Boah, mindestens 25 Magic, könnt ihr euch das vorstellen. Das ist der Wahnsinn. So, dann haben wir Zink, das können wir schmelzen. Na, wir haben hier noch ein bisschen Wappe. Okay, Bauzeug. So, dann schmeißen wir mal das Zeug hier wieder rein. Dann versuchen wir mal, das hier zusammen zu craften. Das dann sage ich hier rein. Dann haben wir von diesem schwarzen Kiel. Dann haben wir diesen wundervollen Bau. Und wir haben unsere erste Laterne, die wir aufhängen können. Ist das nicht? Ja. Erste Laterne hängen wir einfach hier dran. So, nicht hübsch, aber praktisch. Muss gehen. Soll gehen.
So, und das, was wir jetzt machen können, ist eigentlich nichts anderes, als was wir die ganze Zeit schon machen, dass wir nämlich die ganze Zeit durch Dinge weiter sammeln. Vorher werde ich zusehen, dass ich mir noch ein paar Pfeile mache. Warte mal, Eisen mitnehmen, ne? Vergessen. Eisen mitnehmen. Damit wir immer natürlich unser Werkzeug haben. Unser Schwert ist super klasse. Ich hätte gerne da noch ein besseres. Was es nicht alles gibt hier. Es sind so viele spannende Sachen, die man hier kann. So, jetzt machen wir das mal. Das mal. Und machen uns wieder neue Pfeile. Wird mal Zeit, dass wir eventuell mal schauen, dass wir mal irgendwie, ja, sag mal, etwas aufschreiben. So, schauen wir mal, wo könnten wir noch hingehen? Wir könnten mal in die Richtung. Einfach geradeaus. Da hinten ist Dorf. Also genau hier. Ja, ich glaube, da war ich schon. Nee, wir gehen geradeaus. Einfach gerade. Wundervolles Abend. Auch von meinem Elefanten geht's gut. Der da hinten noch ist. Da sind die anderen Elefanten ab. Davon. Da war diese Mine drin. Das könnten wir natürlich auch. Fällt mir da unten mal rein. Dann stelle ich ein Bettchen. So, hier stellen wir das Bett. Dann machen wir uns, habe ich jetzt mit? Ist nicht wahr. Okay, wir gehen uns mal kurz Kohle holen. Rüber. Andy Base. Ich hab meine Kohle vergessen. Das Bütchen hier gleich mal gehen lassen. Hi. Laufen quasi übers Eis wieder zurück. Freuen uns die Kohle, die wir vergessen. Was sehr sinnig ist. Wenn ich Fackeln haben will, dann brauche ich Kohle. Und die haben wir ja dafür. So, okay. Wir gehen mal kurz Kohle holen. Mit. Oh. Fackeln. Okay. Fackeln, Fackeln. Okay. Gut. Denn so. Ist. Ein Bütchen. In der Hoffnung, dass uns ein Fischi wieder beißt. Der Piranhas und so, ne? Haben wir ja alles schon erlebt heute. Mann, Mann. Könnte schneller sein. Halt. Sehen. Nicht. Okay, da sind die Elefanten. Ich hoffe, meiner lebt noch. Da sind lauter Emus, die möchte ich nicht töten. So, okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt ein Bütchen, das packen wir hier mal hin. Wir haben das, wir haben das. Das. Normal. Also es ist sehr dunkel. Ja, wieder etwas.
Leuchten geht der über. So, jetzt müssen wir mal gucken, in welchem Gang wir an. Also der ist. Hey, das ist ein Sporn. Okay, ich weiß, wo er ist. Er ist hier drunter. Kisten im Abbauen. Oh, eine Fackel. Ah, okay. Das haben wir schon mal erledigt. Nehmen wir mal kurz. Einen höher. So. Wo wir unser Zeug wegpacken können. Also, wir haben Name Tag. Puffeln. Blümchen. Ein Leibchen. Wattel. Sehr schön. Und eine normale. Sehr schön. Mich ja beruhigt. Weil man weiß ja hier nie. So, dann was trinken. Okay. Und was essen. Und was? Ist er wieder voll aufgeregt. Okay, gut. Unser Flucht offen lassen. So, dann schauen wir mal. Und zwar gucken wir mal. Da ist nix. Heißt, hier geht. Ah, ja, komm. Freut euch. Angreifen gilt nicht. Gucken, ob da kein. Oh, na. Oh. So, ein. Hä? Ob er es essen kann? In Ruhe? Gott! Meine Nerven! Also, ich gebe mein Best. I do my very best hier. Das ist ja der volle Irrgarten. Ja, hier. Oh, hier ist. Okay. Ja,
abbauen, da kommt. Hier wird, wie gesagt, ich kann die hier auf der Karte nämlich sehen. Oder sein das unter uns. Hier gibt es noch ein und generiert sie. Ja, die kommen da nicht durch. Au. Wir versuchen dadurch. Gibt's nicht. Ist das. Vergesst das. Meine Nerven. Okay, aber das Schwert ist, muss ich aufpassen, dass das erhalten bleibt. Ist hier irgendwo gefangen? Von jemandem. Ganz Kack 3 ist abgebaut bei so. Das ist der einzige Nachteil. Ah, hier war noch. Okay. Dann geht's hier nämlich. Autsch! Aua! Noch da. Okay, 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 wir schaffen das. Wir schaffen das. Irgendwie. Wir schaffen das irgendwie. Wir machen uns mal noch ein paar.
Ja, schaffen das. Hallo Blue Space. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich fühle mich hier gerade etwas. Muss hier überall Löcher gerade flicken. Machen wir das hier auch. Und das. Okay. Jetzt muss man sehen, hier so gibt es bestimmt irgendwo noch ein Spawn. Jetzt sind wir. So, hier haben wir alles soweit. Jetzt. Dass uns da einer durchschießt. Hier sind noch Gräber und so. Sehr schön. Aber ich habe noch nichts gelootet hier. Ich bin momentan. Okay, da ist jetzt vorne. Das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut. Sind die alle? Ich glaube, wir haben es gesehen, ne? Nein, das hört sich so schlimm an. Das hört sich so schlimm an. Okay, hier geht's wieder hoch. Okay, dann können wir looten. Warte ich. Okay, wir fangen hier mal wieder an. Anziehen. Genau. Da meine Ruhe. Okay. Ganz in Ruhe. Keep it easy. So, den gucken wir mal, was wir hier. Ich könnte ja sämtliche Kerzen. Könnten wir mitnehmen sollten. So. Eine Truhe. Ja. So, dann haben wir hier. Ich. Kerzen. Könnte natürlich alle Kerzen mitnehmen. Herzen sind in der Herstellung. Ja. Also nehmen. Ohne. Weiß. Wir sind ja Gräber. Ob da überhaupt was drin? Ah! Oh Gott. 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 Ah. Mamma mia. Okay. 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 Das war nicht nett. Das war gar nicht nett. Ich jetzt Zeug. Jetzt. Da hoffen wir, dass ich das aufgeleuchtet. Hm. Ich
sehe. Okay, wir hätten auf jeden Fall schon mal ein Schwert. Warum muss ich da unten runter? Ganz ehrlich. So, Fackeln haben wir auch. Wir schauen einfach mal in die Kiste nach, ob wir da irgendwas Sinnvolles noch finden. Und dann müssen wir uns totmutig da wieder irgendwie runterbegeben. Das ist gar nicht. Überhaupt nicht. Absicht. Was in die. Ach, wenn nicht, muss man um Hilfe schreien und die Dinger brüllen. War doch irgendwo diese große Platte. So. Oh, ein Helm. Noch ein Helm. Können wir nicht gebrauchen. Wir setzen jetzt auf jeden Fall schon mal den. Oh. Es ist so super klasse, so auf die Art und Weise so das Ding da wegzunehmen. Oh Mann. Wenn ihr überlegt. Oh. Packen das hier mal hin. Okay, mit der können wir uns auf jeden Fall sehen. Warum? Warum musste ich da auch runterfallen? Warum? 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 Soll ich denn das jetzt? Weil wir erstmal den Weg hier nach unten. Bei der Weg noch. Hier muss ich noch. Ich schau mal. Die kann ich erst mit Level 15 benutzen. Ich drehe am Rad, ey. Wirklich. Wirklich toll. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal nur. Das ist schon mal gut. Man weiß ja nie. Okay, Schwungkraft. Oh Mann. Es ist aber auch ein Irrgarten hier. Meine Güte. Diese blöde. Latschen hier im Kreis. Da geht die Treppe noch hoch. War doch irgendwo diese Grabkammer. Ofen läuft da noch dran vorbei oder was? Okay. So. Haben wir ein Problem. Weil da unten ist mein Grab. Oh, das muss. Wo ist mein Grab? Wo ist mein Grab? Mein Grab. Grab.
Au! Komm mal bei zu. Ist. Muss mal gucken, ob Rio noch da ist. Ja, müssen wir uns eine Taktik überlegen. Was machen wir, um da unten hinzukommen? Also, am besten wäre natürlich ein Wasseraufbruch. Heißt, wir müssten sehen, dass wir rübergehen und uns einen Eimer Wasser holen und vernünftiger auf. Okay, das will ich jetzt erstmal machen. Es ist zum Glück wieder Sommer, das Eis ist weg. Wir können gefahrlos, denke ich, auch das Land laufen. Von merkwürdigen Viechern gefressen werden. Das ist mir wirklich was ein. Taktik. So, warte mal. Ich, Mario. Ich glaube, ein Pol. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, das Wichtigste ist, ich brauche jetzt einen Wasser. So, ja, ich bin leider in eine Höhle gefallen. Okay. Ich brauche eine volle Aufklamm. Ja. Damit ich den Fall überhaupt überstehe. Ja. Okay. Also. Uhr. Spitze. Das. Das können wir auch hier. So. Gut. Dann brauchen wir Fackel. Damit wir da unten. Klopf, klopf. Ja, komm rein, komm rein. Ich hab. Guten Tag. Ich hab ein ganz böses Erwachen. Ich bin da in so einem Mineshaft unterwegs gewesen, hab den total gelootet gehabt und wollte dann die Gräber noch machen. Und die waren so ungünstig, dass ich in so ein Loch eingerutscht bin und ganz tief gefallen bin. Und ja, jetzt komme ich an meinen Stuff nicht ran. Also ich kann mir einen Wasserfahrstuhl machen, habe ich mir überlegt. Aber da unten ist dieser, wie heißt da, dieser Nightmare Stalker. Es könnte ja sein, dass er jetzt despawned ist, aber ja. Ich hoffe es. Also ich mache mir jetzt mal so einen Notfall auf. Ich mir überlege. Weil ich habe ja hier noch so ein bisschen Iron Säbel und sowas. Das musste erstmal ausreichen. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, Wasser mit. Ich mache mir ein paar Fackeln, damit ich da unten vielleicht auslöschen kann. Und der Sinn, ich habe mir gedacht, der Sinn hinter dem Wasserauf-Fahrstuhl ist, damit ich nicht so bis auf ein Herz runter gehe. Weißt du? Hm. Wenn ich da unten reinspringe. Magst du mitkommen? Ja, klar. Deswegen bin ich da. Sehr schön. Fertig. Okay, Was ist denn nicht vorgerichtig ab? Ich, genau gegenüber, da siehst du so eine Steinruine, da bin ich drin. Ich lauf mal außen rum, weil mir die Piranhas etwas gesetzt haben. Ich habe übrigens auch zwei Artefakte wieder gefunden. Einmal einen Krafthandschuh. Einen Krafthandschuh und ein Amulett.
Ich war zu weit. Supportest dich ja schon wieder. Gut, okay. Also, ich denke mal, dass das mit dem Wasseraufzug zumindest funktionieren könnte. Ja, dass ich da heiler runterkomme. Du musst halt mir nur den Weg weisen. Das ist übrigens, glaube ich, die Höhle, die da richtig wird. Aber der Weg ist hier sicherer. Heißt, warte mal, wenn man von da aus natürlich da runterkommt. Der ist genau 100. Hier 96 Dinger drunter. Ja. So. Hier drunter. Da drunter so. Aber ich würde sagen, wir laufen hin und das ist am besten. Das ist am sichersten, denke ich mal. Oder wir nehmen den hier den Eingang. Was? Da gibt's einen Eingang? Wo gibt's noch? Wo bist du denn? Da? Ja. Okay. Meinst du, dass ich da runtertauchen kann? Ja. Siehst du, wo ich bin? Ja, ich sehe. Da rein. Okay. Ja. Genau. Und hier war ich und da gibt's dann Wasser. So, und hier muss irgendwo diese komische Grabkammer sein. Ich verlaufe mich jetzt ständig, also wundert ich nicht. Hier geht's runter. Folgen Sie. Jetzt muss ich mal kurz diese komische Grabkammer suchen. Die ist. Hier. So, und ich habe folgendes Problem. Ich bin hier runtergefallen. Ja, war nicht gut. Also habe ich mir überlegt, Wasser auf dahin zu setzen, genau, darunter und Attacke zu machen. Ich weiß nämlich, wo mein Grab jetzt ist. Das ist warte, genau. Warte. Ja, ich guck gerade, ob noch der Nightstalker da ist. Das erkennt man in weißen Augen. Selbst mir kann er noch ganz schön weh. Ich wollte kein Wasser setzen. Ich wollte fackeln. So, er scheint despawned zu sein. Du siehst, ich bin fröhlich hier gestorben. Ja. Transferieren. Okay, dann muss ich mich mal schnell kurz ankleiden. Oh nee, nicht schon wieder. Da ist ein. Das war ich. Oh, mach mir doch nicht so eine Angst. Entschuldigung. wenn ich mit dem Schwertrestklick gemacht habe, einen Zauber, ist das manchmal nervig. Wieder ist die riesig, die Höhle. Ja, das ist eine Monsterhöhle, ja. Deswegen. Ich find, absolut. Wortwörtlich. Finde die voll cool. Fitnesskatze. Aber eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ich hatte eigentlich irgendwas anderes im Sinn. Da sind noch Items drin. Da sind noch welche drin. Komm nur mit. Ah, mein Superschwert. Genau, das brauche ich nicht. Superschwert? Ja, das ist ein Superschwert, das ist. Boah, da habe ich noch Ersatzhose, weil ich habe mir nämlich Pipi in meine gemacht. Voll Angst. Okay. Gut. Weil oben hatte ich nämlich alles so schön. Guck mal, das ist ein Leuchteschwert. Das ist aber richtig. Das hat richtig Bums, sag ich mal. Okay. Und ist ein Einhandschwert. Das heißt, ich kann noch Fackel in der Hand haben. Was natürlich vom Vorteil ist, aber guck mal, ist irre die Höhle. Als ich hier runtergefallen bin, habe ich schon gedacht, das wäre eine Höhle für Rio. Genial. Ich will die. Guck mal hier. Gold. Oh, Tropfsteine kann ich auch gleich mitnehmen. No. Also ich versuche mich ja gerade so ein bisschen im Rausfinden der Mods. Es ist nicht so einfach, sag ich mal so. Wenn man irgendwie immer mit irgendwas zu kämpfen guckt. Die Ohre geht immer noch tiefer und noch. Und die ist einfach nur hübsch. Die. Also. Schön. Bobo. Ja. Wenn du nächstes Mal Ketten klappen und noch schweres Getrampel hörst. Ja.
Dann weißt du, dass ein Nightmare hinter dir her Ja, ist. das hatte ich ja gehört, aber das hatte ich gehört, während ich unten aufprallte. Ich konnte mich nicht mehr wehren. Oh. Es ging nichts mehr. Ich hatte ein halbes Herz. Und da hauchte der Herr mich nur noch an. Da hauchte mich der Herr nur noch an. Und weg Weg. warst du. Gehst du wieder hoch? Ja. Oh, guck mal, das sind dann schon. Da Es gehe ich sei durch. denn, es gibt hier noch irgendwas Fremdes. Hast du eine Frage für mich? Ja. Halt, das war mein Schwert. Warte, ich baue dir welche hin. Ach. Okay. Ui, guck mal, das sieht ja heiß aus, das Banner. Hast du das Banner gesehen? Darf ich mir das Jam. mitnehmen? Ja. Eingesagt. Sammeln, ich habe nämlich überlegt, ich werde am Spawn, also in Lunaris, habe ich mir überlegt, werde ich einen ganz besonderen Stand eröffnen. Oh, brauchst du das alles nicht? Also die Platten, habe ich keinen Bock Na. drauf. Brauchst du Strohsäcke oder irgendwas? Nö, Okay, wandert direkt in meinen Sacken. Hop, hop. Ein da. Okay. So schlecht ist. Ja. Ah, warte mal, Rio. Ich hab mal kurz einen netten Herrn. So. an was? Einen, der liegt. Ist Krankentransport. Wenn man schon so heißt, dann kann man ja nur doof. Und dann Beleidigungen macht. Ja, da waren wieder nette Beleidigungen. Oh, schlecht, ich. Deine Mutter und so. Das kann wieder nur ein Kindergartenkind gewesen sein. Na, das kennen wir ja. Lebt überhaupt noch? Was? Er Ob lebt? sie noch, ob deine Mutter noch lebt Ja, überhaupt? klar. Meine Mama lebt noch. Die ist Bestimmt über verwundert. 80. Über 80. Aber ich finde das ziemlich, ich sag mal, immer Irgendwie diese fühle ich mich gerade Troller. komisch. Warum? Weil der Altersunterschied zwischen uns beiden riesig ist. Mein Vater ist auch 80. Ja, du könntest meine Tochter sein. Komm her, kleines Gerne. Oh, bist du auseinandergefallen? Aber lass. Eben, deswegen fühle ich mich komisch, weil mein Vater auch so alt Wie ist. gesagt, die meisten aus meinem Team könnten meine Kinder sein. Das ist das Witzige. Aber das ist auch schön. Ich finde das gar nicht so. Oder ist noch. Hier sind ganz viele Vasen. Eisen. Haben wir noch ein bisschen hier laufen? Noch mehr Kohle. Ich habe gerade Also, wer läuft denn da lang? ganz ehrlich, ich habe auch etwas Angst, hier so offen in der Höhle Ja, einen. das ist. Deswegen sage ich, lass uns ein bisschen hier Der oben tut auch spazieren. mir weh. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Wenn es dir auch Aua macht, dann gehen wir hoch. Und ich habe eine gut verzauberte Rüstung. Okay. Jetzt auf in den Fahrstuhl. Fahrstuhl. Nach oben und raus hier. Yay! Ich bin Hast mich draußen. runtergeschubst. Ich hab dich runtergeschreutigt. Nee, ich habe nämlich gedacht, dass hier irgendwas drunter ist. Ist aber nicht. Aber dann Tatsache, das ist noch drunter. So, und jetzt Katzen. kann ich die Kisten endlich. Wow.
Hier gibt's einen Behälter goldenen Apfel. davon. Möchtest du einen goldenen Apfel als Belohnung? Nee, nee, hab ich. Ich nehme mir die Kerzen. Ach, du auch? Nein, mach ruhig. Nimm dir die Kerzen mit. Ja, ich brauche nicht so viele, nur ein paar. Ja, wie gesagt, ich kann dir nachher auch noch welche geben. Wir räubern mal hier alles leer jetzt. Okay, hier ist noch. Haben wir noch ein paar Bücher, dann haben Mal damit wir Kohle. irgendwas machen. Noch ein Ersatzhelm. Ersatzhelme kann man gar nicht genug hier haben. Und dann eine Dia-Axt. Kann ich noch nicht tragen, weil ich bin klein. So, Hast du hier zumindest unten. mitgenommen? Ja, habe ich. Blaue Blume. Nehme Hey, ich. ich bin verwirrt. Warum? Weil ich hier in meinem Kreis Danke. Okay, dann geht's hier wieder hoch. Sehr schön. Oben habe ich nämlich auch noch nicht genug. Ich wollte erst die Base machen. Ich bin schon ganz stolz. Ich habe es alleine geschafft, bis ich in das doofe Loch gefallen bin. Mann. Hätte ich ganz stolz sagen können, ich habe es alleine gemacht. Jetzt muss ich wieder sagen, ja, und Rio hat mich gerettet. Toll. Nun ja, gerettet habe ich dich nicht wirklich, du, da war ja nichts mehr. Ja, also hier habe ich mich einfach dran gehalten, dass ich mal gesagt, dass wir rausgefunden haben, dass man erstmal die ganzen Dinge hier im Grunde genommen vernichten soll. Ich habe übrigens Wisserrosen gefunden auf dem Friedhof. Vier Stück. Da könnte ich ja jemand einen Streich spielen. Ja. Kacke. Bring Mastine mit. Freut sich. Ja. Oder willst du lila Kerzen? Welche Kerzen sammelst du denn? Was ist egal. Hab braune, ich hab weiße, ich hab alle möglichen Farben. Ich mich selbst erschreckt. Mann. Hast Ja. einem Angst? Weißt du das? Ja. Ich habe mich selbst erschreckt. Okay. Und wieder dieser. Irgendwo hast du vergessen, noch auszuleuchten. Ich sehe nur 15 Risse. Ja, die sind hinterm Ding. Ich hab da nur zugemacht. Ich hab da Was? nur zugemacht. Da ist eine Stelle, wo Wasser ist und ein Durchgang ist. Die habe ich aber zugemacht. Deswegen hörst du die alle noch. Oh. Was da rein? Zur Info. Macht der Server gleich wieder zu? Ist in einer halben Stunde. Okay. Da ist Seensand. Falls du. Ah, für meine Widder. Bitte, Rose muss nicht auf Seensand stehen. Aber man Was ist weiß ja los? nie, wofür man das oder ob es. Einzige, wo nur auf 10 Cent ist, ist die Netherwarze. Da, okay, haben wir jetzt alles hier. Ohne. Okay. Okay. Ui, war das aufregend hier drin. Wow. Ah, noch mehr lila Kerzen. Habe ich einen Grund, immer mal wieder. Siehst du, hier sind überall Löcher drin, die ich schon gestopft hätte. Man hier besser laufen kann. Kerzen, Kerzen. Oh, viele schöne Kerzen. So schon. Blöde in der Herstellung. Okay. Ja, was Bugs. Guck mal, hier geht's sogar durch. Was ist das hier von dem Punkt? Was zu bedeuten?
Jetzt sind ja die Herrschaften hinter mir. Okay, dann sind die Tatsache hier oben im Wasser. Ja, hier kam bei ganz viel Wasser, dann habe ich erstmal alles. Noch eine Kerze. Okay. Jo. Ich wollte sagen, ich habe eine ganze Menge da Dinge. Okay. Jetzt auch noch dabei. Sehr schön. Ach, bin ich happy. Vor allen Dingen, ich habe mir angewöhnt immer. Hast du denn schon meinen schönen Handschuh gesehen? Der passt doch richtig gut zu meinem Flamingo. Übrigens war ich hier noch nicht drin. Schön die Faust aufs Auge. Hier war ich noch nicht. Ja. Deswegen hörst du die Zombies. Achtung. Halt und schlag. Okay. Auslösen. Oh, hier geht's auch noch. Da kommen alle hoch. Okay. Ich hab keine Fackeln, also. Ja, ich hab Fackeln. Okay. Ich glaub, der ist auch hinterher. Okay. Warte mal, wir könnten ja an einer Stelle mal zu machen. Wenn ich... Okay, dann haben wir. Ja. So, okay. Dann haben wir die da schon mal aufgekriegt. Ich muss nicht unbedingt was bringen und essen. Oh Gott, das war ja die zweite Seite, die es so in sich hat. Ich hab mal das dazu gemacht. Damit hier. Komm da eh nicht hoch. Ah, ich wusste das nicht. Oh. Mach mir doch nicht so eine Angst. Ich sterbe jedes Mal. An alle zusammen und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch aus Berlin. Hallo Christian. Und Einerfetz. Und Mondzicke. Und Black Sky Rose. Und der. Achtung, Skelette. Ja. Oh, sorry. Jetzt ich gar nicht auf. Ein Mini Skyrail. Vielen, vielen Dank. Und Einerfetz und Black Sky und ja. Sorry, ich wäre jetzt beinahe tot gegangen. Danke, Rio. Oh Mann. Entschuldigung, ich hab dich etwas gehauen gehabt. Ja, macht nichts. Ich hab ja zurückgehauen. Ich hab nichts gespürt. Ja, das war mir klar. Okay. So, Essen, Trinken, wieder voll aufladen. Oh. Ich muss nur noch rausfinden, dann, wie ich. Au! Hat dir jemand gesagt, dass du mich hauen sollst? Ich glaube nicht. So, wo diese blöden Spawner hier sind. Hier ist einer. Ah, oh, Spawner gefunden. Da. Ich dann. Noch ein Licht an. Okay, ein Spawner haben wir schon geguckt. Erstmal wieder was trinken. Aber das ist so gewöhnungsbedürftig, dass man hier mal was trinken muss. Damit man sich heilt. Das. Ein Spawner habe ich schon gefunden. Den habe ich gerade entschärft. Da drehen. Oh. Hey. Wackeln. Doppel. Name Tags. Ein paar neue Eisenschuhe. Holt. Das ist was drin. Ah, hier hinten war nichts. So. Hast du noch? Nur Kerzen. Und eine Eisenachse. Na gut. Oh, ich sehe deine Monster-Armee auf der Karte. Was meinst du? Ich höre sie. Hallo!
6. Da. Vorne entschärft. So nervig. Naja. Solange man die Spawner findet, ist alles gut. Nein, ich meine, das mit dem Schwert. Also. Aber das ist mein einziges mit Plünderung. Ah, okay. So. Oh. Ah. Ah. Ich sterbe 1000 Tote hier gerade. So ganz beiläufig. Da ist einer, okay. Wir müssen mal das Ding hier wegnehmen. Mann. Ich will kein Felder abschießen, ich will da eine Fackel ran machen. Hallo? Ja. Hallo? Da ja. Unten? Hallo? 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 Du hast hier was? Hallo, ich gehe hier mal. Hallo? 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 Hallo, hallo? Komm mal runter. Hallo? Also ich glaube, alle Spawner haben wir jetzt, oder? Ja. Sein. Okay. Wir haben mein Dach, Ding. Da habe ich denn jetzt zwei Schaufeln. Guck, guck. Wo ist meine Picke abgebrochen? Hallo? Warte mal, ich muss mal grob eine Picke. Das geht ja gar nicht. Brauchst du Eisen? Ja, ja, hab ich. Wieso habe ich denn kein Eisenpick? Wie kaputt? Vielleicht habe ich das gar nicht mitgekriegt. Also. Wollt hier nämlich nur durch. Ja, ja, ich komme. Ich komm. Das ist meine Wasserflasche. Stelle packen, wo sie hingehören. Okay, auf geht's. Auf ins Gefecht. Okay, hier gibt es nämlich hier diese wunderschönen Spawner. So einen habe ich. Wo baust du die ab? Ja, ich habe einfach einen Fackel hochgeschickt. Achso. Hier ist auch noch einer. Ja. Ich suche erstmal die ganzen Spawner und den. Kann man in Ruhe looten. Ist, glaube ich, eh nichts mehr da. Das nicht. Ja, da? Okay. Er hat nicht geliebt. Der ist geprotzelt. Er hat Aua. Immer was? Oh. Ich komm geleuchtet. Ah, oh, Fackeln in die Hand nehmen. Ab. Ja. Ab. Ich glaube, das war's. Oder? Ja. Ich würde. Okay, dann schauen wir uns hier noch ins Umbaum, ob er hier oben. Da immer Kisten klappern. Okay, wir haben hier noch Sattel. Ich glaube, der Rucksack. Dann nehmen wir Eisenschaufel noch mit, weil Werkzeug kann man ja sparen. So. Und mal hier mal noch mal Eisen. Ja. Ulla. Da geht's also hoch. Was ist denn in den Särgen? Oh, brauchst du noch Diamanten und Emerald?
Völligerweise. Nö. Miro ist schon wieder bestens ausgesorgt, ihr seht's, ne? Bobo hat 19 Likes. Dankeschön, dankeschön. So siehst du, Bobo. Ja? Guck mal. Ich stehe hier gerade auf dem Kopf. Ist es nicht? Geh nur deine grüne Kralle. Dann mach mal im Inventar die Rüstungsding an. Die Knochen lasse ich da drin. Der hat nicht. Ich bin halt, was denn? Weil du es gerade nicht machst, die Rüstung-Ding an. Die Rüstung, wo man ausblendet. Die Rüstung. Ja. Jetzt sieht schick aus. Ich sehe auch schick aus. Was ist ein Gürtel? Ja. Nur dein Gürtel. Und eine Kralle. Du hast du. Jetzt sehe ich deine. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, jetzt sehe ich. Ah, so muss ich es machen. Eine schöne Diarus. Okay. So, ich mache mich mal wieder nackig. So, ab. So, mal gucken. Voll dir. Diamanten sind immer schön. Ja. Die blitzen. Blitzen. So, dann muss ich. Mal gucken, da ist warte mal. Ich trotz dass ich voll dir fast voll Effizienz Schutz 4 habe, tut der Nightmare auch mir noch weh. Also, ja. Okay. Das heißt was. Also ich höre dich auf jeden Fall immer ganz lauten Krach machen. Wenn du irgendwas tust. Jetzt bist du richtig laut, auf einem richtig. Ja, guck, das ist. Das ist was so krass. Ja, mein Schwert muss ich irgendwie wieder repariert kriegen. Ich weiß noch nicht, was ich anstelle. Weil das hat Angriffsschaden 6,8. Und das hat eigentlich ganz gute Dienste hergeladen. Also ich kann mich nicht beklagen, vor allen Dingen plus 2 Schaden gegen Untote. Darf ich es mal ausprobieren? Wird nichts ändern. So, ich würde mal sagen, gibt es hier einen Runtergang? Wir hatten ja einen zugemacht. Ich mach mal kurz Fackeln nach. Halt, stopp. Fackeln nach. Wenn man braucht. Ja, ich mach. Ich komm leuchten. Bin ausgerüstet, kann leuchten. Leucht. Da können wir zumachen. Okay, da ist ein Spawner wieder. Hopp. Okay. Da, 14, okay, das ist so weich. Wir kriegen das. So. Was trinken. Essen. Ich hab immer Angst, dass mich dann das nächste Monster weg. So. Hier ist keins. Ich habe was klappern. Komm hier. Ja. Hab mal kurz das Wasser. Also einen habe ich schon. Ja, alles gut. Da ist der andere. Hopp und Pfeile, sehr schön.
Reingucken tue ich erst, wenn ich aufgeräumt habe. Okay. Guck mal hier unten an. Ja. Ja? Okay, dann kann ich hier gucken. Okay. Hier ist Irrgarten. Irrgarten, Irrgarten. Irrgarten. So. Nix. Da ist kaum Blut drin. Täuschend. Okay, aber hier gibt es wieder ein nettes. Okay. Oh, die waren aber ganz schön reich, die Toten. Lauter schöne blinke, blinke Funkeldinger. Andere. Und hier gibt es ein Eisenschwert. Toll, mit Angriffsschaden 6. Ist ja wohl lächerlich. Das war ein Armer. Okay, ich... Da oben ist noch eine Truhe. Da. Okay. Noch ein Büchlein, das ist... Weiter rauf? So, denk mal, weil wir haben ja hier alles... Gut. Haben wir eigentlich alles fertig. Ich. Hier gibt es nur zwei Gänge, die... Yay! Sehr schön. So viele schöne Dinge wieder. Und eine wunderschöne große Höhle entdeckt. Guck mal, da hast du sogar einen privaten Eingang. Wenn du da mal runter willst. Dein Bett nicht vergessen. Nein, kein. Baue ich jetzt ab. Ich muss gleich mal gucken, ob mein Elefant überhaupt noch da ist. Der ist nämlich da hinten. Warum sind das normale Akazienbäume? Weil ich die pflanzen musste, damit ich... Weißt du, wenn du einen Akaziensamen in den Ofen schmeißt, dann kommt ein normaler raus. Dann kriege ich die wunderschönen Blüten für die Elefanten. Guck. Und einer hat einen Sattel, der ist schon da hinten. Ich habe eine ganze Herden um. Und übrigens hinter mir über dem Berg rüber lebt dieser Sonnengott, den ich dir mal gezeigt habe. Nee, aga, 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 aga. Weißt du? da habe ich schon ein paar Schergen habe ich schon erledigt. Und das ist quasi allein unmöglich. Ich bereite mich auf den großen Kampf vor. Wenn du eine Maske aufziehst, kannst du mit dem handeln. Mit denen. Ja, dazu müsste ich erstmal eine Maske. Versuche ja mal schon seine in den Hütten. Ja, ich versuche da immer schon. Ich habe schon ein bisschen gelootet. Das Problem war nur, dass der eine Maske verloren hat und die sich aber in Luft auflöst. Und in den Hütten selber nichts. Noch nicht. Ich habe noch nicht alle Hütten durch. Weil der Blitz dingst mich immer. Ich denke immer, ich habe mit Frei hier zu tun. Ja. Das sind keine Blitze, das sind Sonnenstrahlen. Ja, tolle Sonnenstrahlen. Ich werde jetzt mal gegrillt hier. Das ist richtig. So, ich muss mal gucken, ob mein Elefant da noch ist. Ein Elefantino oder ob der schon abgehauen ist. Ah, der steht hier eigentlich. Da ist er. Hallo, mein kleiner Elefant. Guck mal, der hat einen Olaf als Sattel. Er hat einen Olaf als Sattel. Rio, bitte. Leo. Wo? Oh. Leo? Das riecht. Leo. Hallo. Du hast einen Olaf als Sattel. Henry. Bestimmt auf dem Frieden. Ja, nach Hause gereist. Wollt ihr doch meinen Olaf? Und?
Das sieht wirklich aus, als wäre so ein Schneemann drauf. Guck mal, Olaf. Ah. Ja, hallo. Ich muss dir mal bei Gelegenheit wieder ein paar Akazienblüten spendieren. Ja. So, dann gehen wir mal unser Zeug nach Hause bringen. Also, es ist schon wieder 22.54 Uhr. Das heißt, der Server geht gleich off. Oh. Aber zumindest kommen wir noch in die Base. Das ist... Da ist der Drache. Aber wo ist Rio? Hier ist Rio. Hast du gesehen, dass mein Elefant einen Olaf als Decke hat? Nee. Den Schneemann Olaf. Sieht wirklich so aus wie der Bauch mit Knöpfen und zwei so eine Stöcke als Beine. Der sieht voll witzig aus. Du musst aufpassen, die Bärchen, die hatten ein Baby. Hat er das? Ja, der hat ein Baby. Das ist da weit dahinter. Das ist ja mein Honigbär. Lass man Vier in Ruhe. Ja, der hat ein Baby. Das mag nicht wachsen. Das sieht mir sehr erwachsen aus. Da hinten. Okay. Ja, das ist erwachsen. Okay, dann kann ich es ja demnächst mit Honig machen. Dann danke ich dir für deine Hilfe. Weil ich glaube, wir gehen gleich hier schlafen. Ja, ist eh gleich Feierabend. Ja, deswegen. Dann kann ich noch Flieg ein mal Stück. Zurück. Genau, und ich kann ein Stückchen noch wegräumen. Dankeschön. Ja. Mal wieder zu Hause. Ah. Wahnsinn. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Menge wieder ein Zeugs zusammencraften und haben können. Viel Zeug. Wir müssen auf jeden Fall wieder unsere Wasserflaschen machen. Und weil wir haben nämlich kaum noch Weiß, das werde ich mal gleich machen. Wasserflaschen. Dann die füllen. Dann haben wir das nämlich schon mal. Und dann packen wir die sozusagen jetzt rein. Nimm das raus. Packen das da noch rein. So, guck mal, das ich wegräumen wieder. Und ein bisschen sortieren noch. Die Zeit muss sein. Wir haben hier noch Werkzeug. Okay. Steinaxt. War immer, wenn wir auf Abenteuer gehen, quasi und Sachen dann zusammensuchen. Das ist am besten. Okay. Okay. Lass mich. Das ist Purigkeit. Ich vergesse immer, dass ich B drücken. Weil guck mal, wir haben ganz viele Dinge. Und vor allen Dingen, wir haben ein sehr schöner Banner, den wir jetzt. Oh? Weit. Nicht so weit unten. Aber den hier. So. Er wohnt das kleine Großmaul. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich dann nächstes Mal das ganze was Zeugs dann mal einsortieren. Damit fangen wir quasi nächstes Mal wieder an. Jetzt, ja, mein Schatz habe ich noch. Okay, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir haben es jetzt gleich 23 Uhr. Ich würde sagen, für heute reicht das. Morgen gehen wir wieder auf den Community-Server weiter an der Steampunk-Base bauen, an dem Megaprojekt. Da komme ich wenigstens ein bisschen besser klar. Also, wie gesagt, mit dem Sammeln hier habe ich keine Probleme, aber wir müssen mal schauen, dass wir uns hier wirklich mal mit den Mods ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wir haben jetzt ganz viele Dinge wieder. Und so einige Sachen
habe ich ja schon durch und kapiere sie langsam, also looten und so und Dinge sammeln. Das geht alles. Ja, ansonsten sag ich mal Dankeschön für die Abos und für die Likes. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen zwischen 20, 20:30. Morgen geht's ab ins Wochenende. Und wer morgen keine Zeit hat, Samstag 20:30 gibt es ja Momentum im Kreativ. Unser Megaprojekt der Renaissance statt mit meinem Team in Momentum. Und am Sonntag 20. Ja, und dann ist die Woche schon wieder rum. Yay! Okay, dann schlaft schön, kommt gut durch die Nacht und bleibt gesund und Eichen. Tschüss. Das schon.